Zentriert. Gelesen von CASK am 25.08.2022. Barfuß steht er da, inmitten seines Wohnzimmers und spürt das Wachsen seiner Zehennägel, während er langsam die Welle seines Atems reitet, um dann einen Schritt nach dem anderen seine Füße vom Ballen an hin zur Ferse abzurollen. Erst den linken und dann den rechten Fuß stehen. Dann wiederum den rechten und schließlich den linken Fuß und immer sofort. Bis niemand mehr unten in der Kneipe seines Oheims randaliert und auch der letzte Gast, trunken vom Rausch der Nacht und für den Moment wildfremd der Sorgen, die Örtlichkeit verlässt, um Sternschnuppenbaumfirmament zu gärtnern. Er geht noch immer nackten Fußes über die Dielen seiner gelebten Wohnung und fühlt jede einzelne Zelle in seinem Körper. Er hat den Zenit seiner Achse im Dasein als Rückendeckung im Petto und wandelt zeitlos durch den Augenblick, sodass niemand ihn kleinreden kann, auch nicht er selbst. Lautstark krölt es unten auf der Straße. Die Wöchler im Kiez haben doch immer Party und spielen das Bei in der Parade der Nacht. Doch er hingegen reitet sein Leben beim Atem und ist glücklich ob der friedlichen Klarheit im Zentrum seiner selbst.